Moino. Ja, moino zu einem Video tatsächlich. Also, wir befinden uns hier auf meinem Platz, wie ihr sehen könnt. Es ist die Sache, warum nehme ich ein Video auf? Das werden sich jetzt einige fragen. Ja, also, ich habe einfach quasi keinen Bock mehr zu streamen. Die Streams wurden immer gut supportet, dies, das, aber ist einfach nicht mehr das, was mir Spaß macht. Vor allem, weil es halt so viele Einstellungen gibt. Wie kriegst du das hin? Wie kommst du auf 4K? Wie dies, das? Digga, die Videos kann ich einfach in 4K hochladen. Fertig. Weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, aber auf jeden Fall habe ich den Ausgang auf 4K gesetzt. Das heißt, ja, keine Ahnung. Es macht mir irgendwie keinen Bock mehr, die ganze Zeit schauen zu müssen, wie wer wo was passt. Dann kriege ich 10K Bitrate rein. Jetzt dann kriege ich mal 23 bis 25K Bitrate rein, obwohl ich eigentlich eine konstante 20er reinkriegen sollte. Das hat immer funktioniert, aber dann ist die Bitrate da zu hoch und zu niedrig und dann fängt das dort und da zu laggen an und dann ist OBS wieder da und dann hat das Mikro wieder keinen Bock mehr und solche Sachen und nee, Digga, da passe ich. Also ich werde generell kaum mehr streamen jetzt. Vielleicht, wenn ich noch irgendwie Need for Speed oder so spiele oder mal auf der PlayStation oder so spiele, kann es sein, dass ich jetzt mal einen Streamer mache und so denke, oh, Digga, scheiß drauf. Aber so an sich hätte ich das Streamen nicht mehr vor. Weil, ja, ich bin tatsächlich auch im Überlegen, Minecraft zu quitten, weil, keine Ahnung. Lex, 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 das sieht man eh hier. Sure, Buddy, Digga, er hat in der letzten Runde schon wieder geschrieben und ich gleich ihm nach. TF, you're lagging, aber da hat er schon verlassen gehabt. Ey, der Typ hat mich jetzt wahrscheinlich reportet, weil, obwohl er richtig rumgeleckt ist. Keine Ahnung, er ist quer durch alles geleckt. Und das sind aber auch die Szenen. Nee, Digga. Da habe ich keinen Bock mehr. Und ich bin auch nicht gerade im Moment mad. Nee, nee. Ey, ich reg mich schon seit Tagen auf. Serverbetreiber kriegen es nicht hin, gescheite Server zur Verfügung zu stellen und die Spieler kriegen es nicht hin, lagfreies Internet zu haben. Seht ihr vor? Das finde ich halt einfach so schade. Und dann hast du wieder solche Leute wie die hier im Game. Ja, das sind die Momente. Ja, das ist hier krass, dass es jetzt gerade passiert ist, aber das ist das größte und krasseste Beispiel ever, warum ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel habe. Also ich werde ihn jetzt kurz Invented High 402. Geht auch raus an dich. Fuck off, Junge. Es ist wirklich, es ist eine Ansage an die Bedrock Community, aber vor allem eine Ansage an die Bedrock Community von Amerika, beziehungsweise eher mehr von der ganzen Welt eigentlich. Ist tatsächlich auch irgendwie eine Ansage, weil es ist einfach eine, keine Ahnung. Es nervt mich irgendwie. Ey. Anna, Invented Thai hat er geheißen. Ja, also ich werde mehr umkürzte Videos hochladen, weil ich schneide nicht 30 Minuten Material raus, weil sowas passiert, Digga. Das ist eine Sache. Dieses Video soll einfach jetzt hier auch gerade gezeigt haben, wieso irgendwie das Spielen auf egal welcher Version keinen Bock mehr macht. Da kann ich dann auch auf Nether Games oder so gehen. Ja, es wird nirgends mehr anders werden, das ist das Problem. Es wird never ever mehr anders werden. Ja, sad, wirklich sehr sad. Boah, spielen wir dann noch? Spielen wir noch eine Runde? Ich glaube, ich spiele noch eine Runde Speedbuilders auf Ehre. Weil, ganz ehrlich, das gab es nämlich gerade übelst keinen Bock mehr. Und da braucht mich tatsächlich auch nirgends mehr irgendwer als mad oder so bezeichnen, weil ich habe größten Grund, das zu tun. Digga, hier ist der Internetausbau in Österreich, den kannst du
Boah, den kannst du so anders in den Müll schmeißen. Und ja, keine Ahnung, was die alle vorhaben. Also, ja. Ich verstehe das einfach nicht mehr, wieso man das alles so stark vernachlässigt. Und wenn man jetzt einen Server aufmacht, oder dann kümmere dich um deinen Server. No joke. Ist jetzt keine Ansage an Serverbetreiber oder so, weil ihr macht euren Job eigentlich eh ganz gut, aber es ist, ja, es ist cringe. Es ist sehr, sehr cringe, was da passiert. Dass mich ein Invented Pie jetzt einfach mit Hexen auseinandernehmen kann. Oder kauft euch Anti-Cheat, Junge. Egal, ob ihr das jetzt programmiert oder. Ey, die haben so geile Programmierer, Junge. Programmiert das selbst. Macht das. Aber haltet diese Spieler auf, Junge. Das ist nicht mehr witzig. Naja. Aber ich brauche mich nicht drüber aufregen, weil es wird in 2 Jahren nicht anders sein. Brauchen wir zuerst alle einen Glasfaseranschluss und dann gibt es immer noch die Handys mit schlechtem WLAN-Modul. Es ist einfach so, es wird sich nie verändern und die Hacker, die schlechten Spieler werden immer reinhacken. Es wird nie anders werden. Also. Es ist. Das ist sehr traurig, ja. So. Ach so. Oh Gott. Ja, scheiß drauf, Digga. Ja. Das sind Matches. Das finde ich zum Beispiel auch schon wieder traurig. Unable to find joinable server. Oder ich muss teilweise mit Freunden, wenn ich spiele, weil ich habe jetzt 1000 Wins geknackt, ich muss. Weiß ich nicht. Ich denke, ich komme jetzt gerade. Ich komme da immer auf andere Server. Aber ich werde immer auf Server geleitet, Junge. Ey, ich muss jedes einzelne scheiß Mal, wahrscheinlich 5, 6, 7 Mal den SW-Man anklicken, bis ich überhaupt irgendwann mal die Rückmeldung kriege, Connecting, Digga. Vorher immer, yo, unable to find the joinable server, Bruder. Kann ich einfach in normale Runden rein oder so? Geht das? Sieht man ja, ey, solche Typen wie Invented Pie haben sich heftigst hochgestackt mit den Hacks. Bruder, aber. Ich weiß nicht. Ich komme ja trotzdem noch mit Leuten ins Game, die keine Ahnung wie viel Dings haben. Ich finde das zum Beispiel auch ziemlich cool, wenn man zum Beispiel mit so 60, 70, 80 Leveln in andere Lobbys kommen würde. Wenn man mehr Vorteile hätte. Dann bockt das auch noch irgendwann. Dann kann man das auch noch relaten, Junge. Aber man kann es nicht relaten, was die hier machen. Also, ja. Das ist einfach die Sache. Ich habe das Video jetzt 10 Minuten lang gemacht. Das war ungefähr die Ansage, wieso ich mehr jetzt wieder anders spielen werde. Ich hoffe, das Video hat denen, die es sehen, gefallen. Ich denke mal, die, die es sehen, denken exactly genauso drüber, dass diese Community und das Hosting der Server einfach. Arsch ist. Ja. Dann würde ich sagen, bye und bis zum nächsten Video, I guess. Falls dieses Video kommen wird.